Moin, hallo und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich habe soeben eine Nachricht gekriegt, ich muss mich langsam vorbereiten, weil um 18 Uhr geht es ja zum Spielen. Das heißt, ich muss mich dann schon mal vorbereiten. Und ja, basteln kann ich jetzt sowieso nichts, ich muss halt auf Dingens warten, ne? Ich muss halt auf Stahlplatten könnte ich noch herstellen, 9 Stück mache ich jetzt aber erstmal nicht. Ich hoffe mal, dass ich das rechtzeitig hinkriege, da kraut es mir ja noch vor. So, du bleibst erstmal hier, ne? Ich muss jetzt leider erstmal weg. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber naja. Auf den Zentralplatz. Ich würde pauschal behaupten, das ist unten, ne? Oder hier? Jetzt müssen wir gerade gucken, wo ist denn der Zentralplatz? Da unten steht auch ein Zentralplatz, alles klar, ja. Das ist ja das Peach Plaza hier oben. Weil hier das die Apartments sind, ne? Wir müssen mal gucken. Eine Stunde zu spielen. Ich bin ja schon unterwegs. Ich quatsch nicht so viel, nicht mehr so viel. Ich gehe jetzt. Da ist Emily schon. Krass. Okay, kann man schon spielen? Spielen. Geht noch nicht, weil es ist noch zu früh. Okay. Da können wir uns ein bisschen unterhalten, oder? Grüß dich, Kiara. Jetzt ist Frühling. Kannst du es riechen? Der Geruch von Erholung, Wiedergeburt und Verjüngung. Okay. Wartest du hier noch? Setzt du dich jetzt erstmal hin? Wir haben noch eine halbe Stunde, ne? Halbe Stunde Zeit. Jetzt stehen wir hier. Kann ich mich da einfach so dazustellen, so? Bisschen? So? Tadama! Okay. So, Viertelstunde noch und dann können wir interagieren. Ich würde sagen, wir gehen heute mal ins, ja, wie soll man das sagen? In die Spukmine. Da ist der Händler. Den muss ich gleich nochmal anquatschen. So, jetzt können wir. Und spielen. Spiel beginnen. Bin so froh, dich zu sehen. Was hast du Schönes vor? Erstmal gehe ich mal ganz schnell zum... Wo ist denn der Händler hin? Hab dich gesehen, da bist du. Erstmal kaufe ich einen Ring. Laden. Ich brauche einen Ring. Bestätigen. Ist noch irgendwas anderes Tolles hier? Ein kaputter Spiegel, ein Pfötchen-Dingen. Okay. Nichts extra, aber was ist denn ein Fernseher? Kann man hier noch... Ein gewöhnliches Relikt der Heimunterhaltung aus der alten Welt. Er scheint noch zu funktionieren, aber viel gibt es nicht zu sehen. Ja, das stimmt. Viel gibt es wahrscheinlich nicht zu sehen. Die Samen könnte ich mir nochmal holen. Ich kaufe mal 2 davon, weil du hast sowieso nur 2. Ein Liebessofa. Okay, ne, das brauche ich noch nicht. Das Liebessofa. Kann ich noch ein bisschen Zeit mitlassen. Ja, ansonsten war nichts mehr, ne? Das wäre ganz cool. Ein Baumstamm-Sitzbank. Eine Sitzbank im ländlichen Stil, geschnitzt aus einem Baumstamm. Jemand war faul. 10 Motoren willst du davon haben. Die habe ich aber nicht dabei. Na gut, mach's gut. Wobei, da sind doch... Du hast doch so Random-Samen, ne? Ja, hast du. Kostet einer 1000. Wow. Ich würde gerne welche davon... Ne, die sind mir zu teuer gerade. Ist egal, mach's gut. Ich muss jetzt mit Emily spielen. Wir gehen da unten hin. So, mal schauen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, auf 100% zu kommen, leider, ne? Den Ring muss ich ja wegpacken. Nicht, dass ich den aus der Emily gebe. Ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, aber... als Reserve... Den habe ich sogar in der Hand. Krass. Ich muss gleich mal das Zeug, was ich in der Hand habe, erstmal ins Inventar schmeißen. So, jetzt muss ich mal hier durchfummeln, alles klar. Und dann räumen wir das mal weg. Und jetzt kann ich hoffentlich hier hingehen. Wollen wir die gespenstische Höhle erkunden? Gruselige Höhle erkunden. Ja. Ticket für 2 Personen für 150 Gold kaufen, um die gruselige Höhle zu erkunden. Ja. Okay, ich muss mir jetzt hier die Schreckpistole mieten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da lang. Pfeil ist hier. Gruselhöhle. Kann ich dich hier... Die Gruselhöhle. Da ist einer. Was kann ich denn... Muss ich dich treffen? Nein. Hä? Ich bin verwirrt. Ich muss doch eigentlich hier... Ich muss da oben den treffen, oder was? Ich raff's gerade nicht. Ich habe einen Punkt gekriegt, das ist jetzt nicht so viel. Nein! Ich bin zwar schlecht. Ich
kann da nicht hochschießen, ne? Ich bin verwirrt. Gibt's hier noch irgendwo Dingens? Zwei Stück sind hier rausgekommen. Trick or treat. Au. Ich raff noch nicht ganz, wofür ich das brauche hier. Achso, kann ich die wegmachen? Ich bin verwirrt. Muss ich hier drum rumgehen? Doch, ich muss die... da ist ja ein Geist. Oh Gott. Doch, ich muss sie tatsächlich abschießen. Geisterabzeichen gibt es jetzt hier. Okay. Emily ist bisher nicht so begeistert. Ich bin total schlecht. Es tut mir leid. Von da sind wir gekommen. Du bist nur so ein Spooky-Geist hier, der so rumsteht. Okay. Haben sie ein bisschen was umgebaut hier, ne? Man kann auch nicht viel. Er hat die Geisterabzeichen abgeklaut. Das gibt's doch nicht. Klaue mir die Geisterabzeichen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oder? Oder nicht? Wo muss ich denn eigentlich hinlaufen hier? Ich habe keine Ahnung. Entkommen. Emily! Emily! Wir müssen weiter. Au! Da, Emily? Alles klar. Okay. Ja, haben wir wieder was gelernt. So wissen wir nächstes Mal Bescheid. Spooky, Spooky Guys. Oh, sind hier viele. Mann, Mann, Mann. Okay, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich versuche mich zu konzentrieren, weil ich total schlecht bin. So, okay, wir haben das hingekriegt. Irgendwas zum Sammeln hier? So mega ist das jetzt aber auch nicht, muss ich zugeben. Wir sind doch total lahmarschig hier, ne, wenn ich mich so angucke. Au. Ich bin nicht ausgegangen. Ich muss mit Rechtsklick ausweichen. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Ich weiß es gar nicht. Da ist ein Pfeil, der sagt mir die Richtung, okay. Emily! Nein, warte! Wir sind die Richtung hier, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ausweichen! Okay, da oben ist noch einer. Das ist zum Glück nur Geister Level 1. Gibt es denn hier irgendwas zum Sammeln? Nee, eigentlich nicht. Das ist hier alles nur so ein bisschen, weiß ich nicht. Der Spielspaß hält sich in Grenzen, ne? Verwirrt mit dem Dingen hier, weil ich habe bisher nur einen Punkt gemacht bei Emily. Das ist jetzt nicht gerade sehr viel. Was ist das hier? Kann ich das wegmachen? Nee, da müssen wir durchlaufen, okay. Aber das Speedrun kann bestimmt, ne? Darf ich nicht? Okay, du stehst nur als Deko da. Was ist das hier? Jetzt 28 Geisterabzeichen, okay. 4 Minuten 28. Beenden, okay. War interessant, muss ich zugeben. Ist aber nicht so... 48 Punkte, hat so Spaß. Grüße, Kira, es ist Frühling. Okay, das kennen wir schon. Dann machen wir... Was machen wir denn noch? Wir können noch eine Runde schaukeln. Ich glaube, das kriegen wir noch hin, zeitig. Wenn ich den Ausgang finde. Mann, hier ist alles zugewachsen. Ich lauf. 48, ich würde das gerne mal voll kriegen. Mal gucken. Emily ist ja noch dabei. Ich frage mich, was passiert. Da ist Ginger und Gus sind da. Ich sag mal Gus, aber er heißt ja Gast. Er ist immer Gus. Passt schon. Da ist schon hier dick Dubai dran da oben, okay. So, wir schaukeln nochmal eine Runde. Ich hoffe, ich kriege das nochmal irgendwie hin, dass wir nochmal Punkte kriegen können. Vielleicht können wir das dann nach dem Schaukeln noch mit dem Essen abschließen. Das wäre perfekt. Wenn man denn essen kann, ich weiß es ja nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Aber da ist doch irgendwas mit dem Baum, ne? Emily! Da bist du ja.
Nee, ich dachte, wir schaukeln dann eine Runde. Warum? Möchtest du hier schaukeln? Ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr genug Energie, ha? Und. Ich krieg es nicht synchron. Was ist denn heute los? Okay, nochmal. Runde 2. Ich habe es zum Glück in der Zeit noch irgendwie hingekriegt. Ja. Jetzt habe ich es vermasselt. Ja. Space. Yay. Okay, jetzt können wir. Was können wir noch machen? 72. Komm, wir versuchen mal hier zu hüppeln. Wippen. Das mal probieren. Hier wippen. Oh, das war zu kurz. Okay. Na, komm schon. Passt. Okay. Nochmal. Passt. Und nochmal da. Yay. Und noch eine Runde. Alles klar. Das war echt toll. 97%, es reicht noch nicht. Was können wir denn noch machen? Hier ist noch der Baum. Können wir uns hier unter die Bank setzen? Setzen? Was kann man denn hier am Baum machen? Nee, warte mal. Was können wir denn noch machen? 3 Punkte fehlen mir noch. Komm, lass uns noch schnell oben ins Dingens gehen. Eine halbe Stunde haben wir noch, hoffentlich. Ich weiß nicht genau, was man mit dem Baum machen kann. Wir gehen nochmal eine Runde Darts spielen. Ich will wissen, was passiert, wenn wir bei 100% sind. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. So, komm. Wir beeilen uns. Da ist Albert, ich hab ihn genau gesehen. Sie meinen, du hättest ein Händchen für Pfeile. Macht es dir was aus, das mal zu demonstrieren? Dart spielen. Okay. Ein Händchen für Pfeile? Ach ja. Gucken wir mal. So. Jetzt müssen wir jetzt wieder das Timing rauskriegen hier. Es wäre abgefallen, wenn das so ein bisschen schneller und langsamer werden würde. Aber an sich geht es eigentlich. Das ist so das Beste, muss ich zugeben, an dem Spiel hier, weil das kriege ich einigermaßen hin hier. So, 2 Stück noch. Wäre schön, wenn ich dann noch die 3 Punkte zusammenkriegen könnte, die mir noch fehlen. Und zack. Einer fehlt noch. Kann ich nebenbei auch noch mal ein paar Zeichen sammeln, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Erfolg. Jawohl, ja. Du bist ziemlich gut. 106 Punkte. Wow. Okay, geht das noch weiter? Wie könnte ich denn noch machen? Okay, das muss reichen, ne? Oder? Sie meinen, du hättest ein Händchen für Pfeile. Macht es dir was aus, das mal zu deinem Stream nochmal? Ja gut, komm, einmal spiele ich noch da. Das muss reichen dann. Na gut. Woher wissen die das nur? Das kommt, weil ich für Albert hier gearbeitet habe. Zack. So, jetzt muss ich nochmal 4 Pfeile noch und dann habe ich's. Dann habe ich auch meine ganze Energie verbraucht, muss ich zugeben. Da muss ich mal schauen, wie das aussieht. Jetzt bin ich auf jeden Fall über 100 Punkte. Das hätte ich ja mit Dings... Doch, mit Dings hätte ich das vielleicht auch hingekriegt. Mit Merlin. Ich frage mich, was dann passiert wäre. Ob Merlin das anders gesehen hätte. Das hat leider nicht so gut funktioniert, weil ich da Mist gebaut habe. Also bei Dings habe ich ja doch einigermaßen Punkte gekriegt. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Bei dem Spukgespenstern da. Weil das ging ein bisschen daneben. Aber naja. Zack. Erfolg. Wow, du bist wirklich gut. So,
Spiel mit Emily, beziehungsweise 37. Das war cool. Vielen Dank für die tolle Verabredung. Wir sehen uns. 37 Punkte habe ich gekriegt. Wow. Welchen Status habe ich denn bei ihr? Soziales. Emily, wow. Geburtsdatum erst, was? 1,17? Was ist denn Geburtsdatum 1,17? 52 Kilo bei 1,67 ist, glaube ich, ein gutes Maß. Wurde in Portia geboren und ist die Enkelin von Oma Sophie. Ihre Eltern, die im Stadtstaat Altara arbeiten, ließen sie mit ihrer Großmutter auf den Bauernhof zurück, um die sich nun, was um die sie sich nun kümmern soll. Das ist ja voll fies, Mann. Sie ist ein aufgeregtes und heiteres Mädchen und nimmt diese Herausforderung mit einem Lächeln an. Emily liebt ihre Tiere, mit denen man sie oft zusammen sieht. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Vorlieben, okay, das wissen wir schon mal. Rosen. Sie liebt Rosen und sie liebt Kürbistorte. Siehst du, habe ich schon mal gelernt. Sie mag keine Hummerschere. Okay, ist robust und stark. Beziehungsvorteile. Freundin händigt manchmal Geschenke aus. Okay. Ehefrau erhalte Hilfe mit häuslicher Arbeit und dem Sammeln von Ressourcen. Außerdem auf Sophies Bau noch 25% Rabatt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich weiß nur nicht genau, wie das aussieht. Bekannte, Kollegin. Okay, Phyllis ist auch Kollegin. Ja, so langsam geht das ein bisschen aufwärts hier mit den Leuten. Mit Liebe nicht Kollege. Okay. Für Gast bin ich ein Fremder, genauso wie Dawa, Merlin und Kiwa und Petra auch. Ja gut, mit denen interagiere ich jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. Ich muss da ein bisschen mehr arbeiten. Da sind so viele Fremde hier. Da habe ich ja ganz, ganz wenig hier, ne? Bei denen. Oh Mann. Hier sind noch zwei Kandidaten, die ich noch nicht gefunden habe. Was? Wie kann das passieren? Da muss ich mich nur drum kümmern. Na gut, ich würde sagen, ich mache mich dann in der nächsten Episode nach Hause. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.